Wisst ihr, was so richtig geil ist an so einem Folientunnel hier? Selbst im Winter, wenn hier die Sonne reinknallt, kann es hier richtig schön warm sein. Und den ganzen Winter hindurch ist selbst hier auch was gewachsen. Natürlich ein Muss für jeden Permakulturgärtner. Hier ist alles ordentlich gemulcht, eine fette Mulchschicht hier überall. Aber natürlich auch Lebendmulch, wie zum Beispiel den Grünkohl an der Seite oder auch Winterkopfsalat. Und sogar Petersilie hat hier überwintert und treibt auch wieder gut heraus, obwohl meine Eltern den ordentlich geerntet haben. Aber nichtsdestotrotz, bei solchen frühlinghaften Temperaturen schreit auch der Garten, gibt einiges zu tun. Meine Nachbarn haben mir so ein kleines Weihnachtsgeschenk hinterlassen und mein Vater und ich haben uns ein bisschen um die Hochbeete gekümmert und da auch die ersten Freilandaussaaten getätigt. Das und viele weitere spannende Sachen in dem Video, aber habt nicht zu große Erwartungen. Mein Vater möchte in den Videos nicht gesehen werden. Dann fangen wir mit der Bescherung an. Und die haben keine unnötige Verpackung, sondern das sind unsere armen Gefährten, die uns in der Heiligen Nacht uns die Geschenke behütet hatten. Meine Nachbarn brachten mir ihre Christbäume, deren Zweige ich mit der Aalschere abschnitt. Aber nicht zum Häckseln. Die Stämme nehme ich, um meinen Totholzhaufen wieder etwas aufzustocken. Und die Zweige kommen unter die Lorbeerhecken, damit die kleinen Tierchen, Insekten oder der kleine Schnuffel es etwas schöner haben. Artenvielfalt im Garten ist so wertvoll, auch für den Gemüsegarten, besonders für den. Dann geht es auch gleich weiter mit den Himbeeren. Die habe ich vom Herbst bis jetzt zum Februar einfach stehen gelassen und nun werden die abgestorbenen Triebe einfach runtergeschnitten. Das ist eine große Pflanze neben dem Folientunnel. Mal schauen, ob wir das bereuen werden. Und die anderen stehen hinter dem Hochbeet. Schnitt ist recht simpel und einfach bei den Herbsthimbeeren. Einfach runterschneiden und fertig. Mein Vater wollte das nicht unbedingt viel denken müssen. Diese Himbeertriebe, die wenigen Reste von den Christbäumzweige und diese Goji-Beertriebe, die beim Tragen wirklich spitz waren, bilden die neuen Häckselhaufen. Ist besonders gut, um das Wasser besser in den Beeten zu halten. Mit Stickstoffelemente entsteht so ein schöner Humus und Pilze werden mit angesiedelt, die die Pflanzen um einiges stärken. Weiter geht es mit kleinen Schnitten an der Aronia und den beiden Zwergfelsenbirnen. Bei solchen fast frühlingshaften Temperaturen explodiert quasi das Beikraut und die machen da ein bisschen zu viel Konkurrenz an meinen Erdbeeren. Und das kommt meinem Ziel einer guten Erdbeerernte nicht so gut. Von daher ist jetzt hier ein bisschen Zupfen angesagt, aber die bleiben natürlich im Beet, damit das Bodenleben das wieder hier umsetzen kann und der Kreislauf nicht so gestört wird. Dann bereiten wir auch die ersten Freilandaussaaten in die Hochbeete vor. Das hier ist das Hochbeet auf der Terrasse, welches wir zunächst umstellen möchten. Kommt auch ziemlich gut, dass wir das leeren müssen, damit wir hier auch eine festere Folie reinsetzen können. Das haben wir auch mit der Hälfte der Kisten und den Hochbeeten gemacht, weil mein Vater nicht möchte, dass das Holz verrottet und die Hochbeete so lange wie es möglich ist halten. Neuer Standort für das Hochbeet und wie es sich für einen Permakulturisten gehört. Neue Funktion für das Hochbeet, Türstopper für den Folientunnel. Natürlich stellen wir das Hochbeet hier auf Steine, damit kein Erdkontakt besteht. Wie es sich für die deutsche Präzision gehört, arbeiten wir natürlich mit einer Wasserwaage, damit alles so in Richtung gerade geht und wir uns nicht blamieren, wenn es mal schief steht. Folie ausrichten und dann wird das ganze Hochbeet wieder befüllt. Hauptsächlich mit der Erde, die vorher drin war und in der Mitte wird ein bisschen Bokashi mit ein paar Pflanzenreste reingeführt, damit hier das Bodenleben wieder Sachen zum Umsetzen haben und die Pflanzen auch davon wieder mit profitieren können.
und wie es sich gehört, mulchen, um die Mutter Erde vor Väterchen Frost zu schützen. Oder möchtet ihr euch wirklich mit Schuld an einer Vergehen? Ausgesät wird einer der besten Mischkulturenkombinationen, Radieschen mit Möhren. Extra aus Sorten ausgesucht, die auch im Februar ausgesät werden können. Bei der Voranzucht kann ich mich auch nicht beklagen. Ich habe jetzt hier alle Pflanzen pikiert. Das waren die letzten Jungpflanzen. Die sind ein bisschen kleiner als die hier an der Seite. Ganzen Auberginen und Paprika geht es ziemlich gut. Habe jetzt auch hier das Fettkraut reingesetzt, damit sich hier die ganzen Traumücken, Larven dort anheften. Ist eine fleischfressende Pflanze. Ich habe noch zwei andere Fleischfressis. Und zwar eine Venusfliegenfalle und so eine keulenartige. Werde ich vielleicht auch nochmal hier reinstellen, wenn es nötig ist, sie hier reinzustellen. Bin erstmal gespannt, hier meine Erfahrung mit den ganzen fleischfressenden Pflanzen zu machen. Haben dann doch andere Bedingungen. Und heute, als ich mit meiner Mutter zum Einkaufen gefahren bin, hat sie mir erzählt, dass eine ihre Freundin in Moskau ihr erzählt hat, dass es jetzt schon verboten sein soll, seine Pflanzen vorzuziehen aufgrund des Stromverbrauchs oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz stimmt, ob das ein bisschen aus den Haaren herbeigezogen ist. Vielleicht weiß einer von euch mehr, wäre mal interessant davon mehr zu erfahren. Stellt ihr euch mal vor, ihr dürftet jetzt nicht vorziehen aufgrund des Stromverbrauchs, sondern müsst einfach auf die Natur achten. Wie würdet ihr dann drauf reagieren? Wahrscheinlich wird dann die Saison bei einigen sehr kurz. Andere würden vielleicht andere Möglichkeiten suchen. Not macht ja erfinderisch. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das hier, ich sehe hier so mein Geheimprojekt, was ich dann erst am Ende der Saison dann preisgeben werde. Bisschen Marketing anpreisen, Geheimniskrämerei. Shut up and take my money. Ich ernte jetzt noch ein bisschen Grünkohl für meine Kunden. Ich persönlich esse sowas nicht. Bin ja kein Grasfresser. Und wir wissen ja, woran man Veganer erkennt, er erzählt es dir. Und welch eine Ironie, damit ich dieses Klischee auch erfülle. Ich bin sogar einer. Spaß beiseite, sonst gibt es doch aus den eigenen Reihen wieder von den ein oder anderen Anfeindungen. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und das Video ist ja sowieso schon lang genug. Und hier das Allerübliche. Willst du mehr zu Permakultur erfahren oder auch andere Videos, die ich hier auf meinem Permakulturprojekt hochlade? Hier an der Seite findest du zwei spannende Videos. Gerne reinschauen, gerne den Kanal auch kostenlos abonnieren. Und ich hoffe, du tust dich jetzt auch an deinem Garten ran und die ersten Aussaaten tätigen. Endlich wird's Frühling.